Hier eine seltsame Eigenschaft der Trigonometrie. In diesem beliebigen Dreieck ABC bezeichnen wir die Winkel mit Alpha, Beta und Gamma. Der Tangens von Alpha plus der Tangens von Beta plus der Tangens von Gamma, das ergibt genau dieselbe Zahl wie Tangens von Alpha mal Tangens von Beta mal Tangens von Gamma. Also ob wir diese drei Zahlen addieren oder ob wir sie miteinander multiplizieren, das ergibt genau dasselbe Ergebnis. Eine seltsame Eigenschaft, die wir jetzt beweisen werden. Und zwar starten wir von, die Summe der drei Innenwinkel eines Dreiecks ergibt immer 180 Grad. Den Winkel Gamma setzen wir rechts rüber, so erhalten wir Alpha plus Beta gleich 180 Grad minus Gamma. Also ist der Tangens von Alpha plus Beta genau dasselbe wie der Tangens von 180 Grad minus Gamma. Der Tangens von Alpha plus Beta ist angegeben durch diese entsprechende Additionsformel. Das ist Tangens von Alpha plus Tangens von Beta geteilt durch 1 minus Tangens Alpha mal Tangens Beta. Der Tangens von 180 Grad minus Gamma, das ist dasselbe wie minus Tangens von Gamma. Das sehen wir sofort im trigonometrischen Kreis. Hier ist ein Winkel Alpha, das ist sein entsprechender Tangenswert. Wenn das Alpha ist, dann ist dieser Winkel 180 Grad minus Alpha. Und sein Tangenswert sehen wir hier in grün. Und diese beiden Zahlen sind gleich, aber genau entgegengesetzt. Überprüfen wir. Das stimmt. Der Tangens von 180 Grad minus Alpha, das ist minus Tangens von Alpha. Also der Tangens von 180 Grad minus Gamma, das ist minus Tangens von Gamma. Die Differenz, die hier teilt, setzen wir rechts rüber, wo sie multiplizieren wird. Und rechts verteilen wir dann sofort diese Zahl minus Tangens von Gamma. Das ergibt dann minus Tangens von Gamma mal 1. Das ist minus Tangens von Gamma. Und minus Tangens von Gamma mal minus Tangens Alpha mal Tangens Beta. Das macht plus Tangens von Alpha mal Tangens von Beta mal Tangens von Gamma. Jetzt brauchen wir nur noch minus Tangens von Gamma links rüber zu setzen und haben diese seltsame Eigenschaft bewiesen. So kann man also drei Zahlen erzeugen, deren Summe genau dasselbe ist wie deren Produkt. Übrigens, das funktioniert auch in einem rechtwinkligen Dreieck, denn der Tangens von einem rechten Winkel, der ist unendlich. Nehmen wir an, Alpha sei ein rechter Winkel, dann steht hier unendlich plus eine Zahl, das heißt unendlich, und hier steht unendlich mal eine Zahl, das heißt wieder unendlich. Überprüfen wir diese seltsame Eigenschaft in zwei Beispielen. Nehmen wir das gleichseitige Dreieck, in dem alle drei Winkel 60 Grad messen. Wir suchen zuerst die Summe der Tangenswerte dieser drei Winkel. Da der Tangens von 60 Grad Quadratwurzel von 3 ergibt, haben wir hier Wurzel 3 plus Wurzel 3 plus Wurzel 3, das heißt 3 mal Wurzel 3. Jetzt multiplizieren wir diese drei Tangenswerte, das heißt, wir rechnen Wurzel 3 mal Wurzel 3 mal Wurzel 3. Wurzel 3 mal Wurzel 3, das macht 3, und somit erhalten wir bei diesem Produkt ebenfalls 3 Wurzel 3, was also diese Formel im gleichseitigen Dreieck bestätigt. So haben wir also drei Zahlen, deren Summe genau dasselbe ist wie deren Produkt. Überprüfen wir noch in diesem Dreieck, dieses gleichschenklige Dreieck. Dieser Winkel ist 120 Grad, die zwei anderen 30 Grad. Rechnen wir die Summe der drei Tangenswerte. Der Tangens von 120 Grad, das ist minus Quadratwurzel von 3. Der Tangens von 30 Grad, das ist Wurzel 3 Drittel und dieser natürlich auch. So erhalten wir also diese Summe. Und wenn wir die Brüche dann gleichnamig machen,
Dann haben wir hier minus 3 Wurzel 3 Drittel plus 2 Wurzel 3 Drittel. Also minus 1 Wurzel 3 Drittel. Jetzt multiplizieren wir diese drei Tangenswerte. Das heißt, jetzt rechnen wir das Produkt dieser drei Zahlen. Wurzel 3 mal Wurzel 3 ergibt 3. Diese 3 kürze ich zum Beispiel mit dieser weg. Was bleibt übrig? Minus Wurzel 3 Drittel. Und auch hier stellen wir fest, die Summe dieser drei Zahlen ist genau dasselbe wie das Produkt dieser drei Zahlen. Eine seltsame Eigenschaft.